Hallo und herzlich willkommen zurück, liebe Leute, zu Creedfall. Ja, leider gab es einen Tag Pause, weil ich irgendwie Halsschmerzen habe und mich gestern ein bisschen schonen wollte, jetzt heute wenigstens mal ein Part für heute dann aufnehmen möchte. Ab Freitag geht es dann auch wieder mit anderen Projekten weiter, dafür einfach mal in den Programmkalender reinschauen, wobei ich da aktuell noch so ein bisschen am Gucken bin, ob zum Beispiel Creedfall einfach jetzt jeden Tag kommt oder nicht oder so. Das weiß ich selber noch nicht, muss ich mal schauen. Genau, ansonsten bin ich an einem anderen PC, deswegen hoffe ich, dass hier alles passt, sowohl vom Sound her als auch, was weiß ich, von der Grafik und so. Ich hatte gerade eben ein bisschen das Problem, dass irgendwie mein Mausklicken ein bisschen zu hören war. Ich hoffe, das ist jetzt weg. Genau, so, was machen wir hier? Wir sind jetzt hier in diesem eingeborenen Dorf, sollten hier jetzt dringend die Quests machen. Genau, ich überlege gerade, Moment, ach, das ist beides Hauptquest hier, gell? Ja. Dann fangen wir doch da einfach mal mit an und reden mit den beiden. Hier ist der Erste. Hier drüben in dem Haus mit dem Donnegat des Dorfes. Reden wir als Erstes mal. So, gehen wir hier rein. Hallo. Wer bist du denn? Valan, okay. Good day. Are you the wise man of this village? Burd tir dumad renaikse. Oi, and the Donegad, yes. I would like to ask you a few questions, if you don't mind. The people of your island are constantly asking questions, yet reject any answers that displease them. Questions have no value when one already claims to know the answers. But... It is your case. You believe you know the answers. You seek only their echo. Answer your own questions. At least then the answers will please you, and we shall be done with your foolishness. That is not what I... Qua awelem seg. May your answers fill your day with bounty. Also ich würde mal sagen, Valan 1, Desarde 0. Genial. Das war mal eine Ansage, würde ich sagen. Genial. Gut, dann gehen wir eben zum Häuptling des Dorfes. Mal gucken, ob der ein bisschen mehr mit uns sprechen möchte. Oh, wir sollten auch unbedingt mal skillen. Fällt mir so auf. Ich denke, hier werde ich mal zweierhand Klingenwaffen skillen. Ja, schadet nicht. Und gut, hier haben wir eigentlich alles geskillt in dem Bereich. Dann könnten wir theoretisch hier halt noch ein bisschen weiter skillen. Also hier das hier ja eigentlich auf jeden Fall nicht. Beziehungsweise, was haben wir hier? Ne, Schattenexplosion brauchen wir auch nicht. Dann würde ich sagen, skillen wir einfach hier ein bisschen weiter. ja, was haben wir jetzt hier? Zwei Klingenwaffen verursachen mehr Schaden. Hier haben wir, der Wirkungsbereich von mähender Angriff ist vergrößert. Okay. Okay, ja gut. Puh, mir egal, passt. Sind eigentlich soweit ganz gut durch mit dem, was ich eigentlich skillen wollte, gell? So, jetzt reden wir hier mit... Dädre. Also eine Frau. I am Dädre, daughter of Enora, daughter of Rowena, mal of this clan. Is it you who helped my warriors discover what the men of the Red Sun were doing? Indeed. Then I thank you. It's probably because you are an Onol Menawi that you are different from the other Renaikse. What do you seek? Gut, jetzt gucken wir mal. Über die Untersuchung der Magokratie sprechen. Was für ein Ding? Achso, da geht es um diesen Dämon oder was auch immer. Wir fragen erstmal nach ihrem Glauben, würde ich sagen. Can you tell me something about your beliefs? We believe that we are part of an everything. And that life depends on a balance that comes from this everything. Our strength is drawn from that which we protect. All that surrounds us. And that which surrounds us feeds and protects us in return. Okay. Fragen wir nach den Ritualen. Tell me about your rituals. Ah, I have heard this question before. You sound like the mind shaker woman. The rituals are the business of the Donegada, not of the Renoixe. Anything more? Tja. Ah, okay. Sind wir schon fertig, oder wie? Concerning this story about a cult. Enough. Enough questions, I have nothing more to say. Oh, das fand sie anscheinend nicht so witzig, okay. Dann befragen wir doch die Einwohner.
des Dorfes. Das dürfen wir jetzt eben als nächstes machen. Stehen hier irgendwo Einwohner? Nee. Relativ tot irgendwie. Ah ne, hier unten. Sieht ein bisschen eher danach aus, als würde es hier Leute geben, mit denen man sprechen könnte. Ach hier, an dem Baum hier. Cool. Can't you leave us alone? Monis, leave me be. Even your thoughts are loud and... Traitor. Oh. An Anolmenawi does not wear the dress of the stranger. Tja, die wollen anscheinend alle nicht mit uns reden, hey. Was ist schon los mit denen? Ah, hier. We're here to Mother Nyxe. Good day. Do you want something? Ja, ich würde gerne schwätzen, über den Kult reden. Could you answer a few questions? Questions, questions. It is a word that you adore. Let us play a game. If you answer my questions, I will answer yours. Ah, das hört sich doch cool an. Answers, then let's play. I am pleased. We will have fun. But beware, no lies. What name is given the place from where you come? Ja, wir antworten. I come from Serene, a grand city on the continent of Gekane. Really? It is possible that you come from there, but I believe that this is not your land. Your turn. Wir fragen nach ihrem Glauben. Can you tell me more about your beliefs? What a strange question. I don't believe. I know. Nature is alive. A forest is like a village. Every river, every rock, every beast, the land itself, all live, all speak to us. In exchange for these gifts, we honor her. Give her our dead. This is the way of things. We do everything in our power to protect her. Let's try something else. Are you on Olmenawi with your land? Or did you inherit your link from your parents? Okay. I'm not bound. Or at least I haven't done anything in particular to bind myself. Then it was your parents. One of them at least must have been Donegad. Your turn. Ja, schon. Fragen wir dann mal sie nach den Ritualen. Can you tell me about the rituals? Oh, I see what interests you. You want to know how our warriors are so strong. But I don't have an answer. It is a secret of the Donegad. The rituals I know are made to celebrate nature, to honor and bring her blessings upon us. Okay. It was fun. More than with the woman who makes light. She did not want to play. Wow. Okay. Irgendwie werden wir hier nicht schlauer, oder? Entschuldigung. Aber so, ja, erzählt doch mal, was ich hier alles für euch opfer, ja, damit wir hier Videos aufnehmen. Ja, gut, okay. Achso, das wollte ich gar nicht. Ah, ich habe zu viel Assassin's Creed gespielt, da drücke ich immer V. Um irgendwie diesen komischen Ding abzusuchen, was so in der Umgebung ist. Ja, aber jetzt mal ganz ehrlich, was ist denn das jetzt hier? Haben wir mit der hier schon, mit demjenigen da schon geredet? Ne, ich glaube nicht. Ah, da oben. Okay, dann laufen wir da mal hin. Also wir werden auf jeden Fall nicht mehr nach dem Ritual fragen. Das hat irgendwie, das bringt irgendwie nichts Gutes. Fragen wir lieber mal nach dem Dämon. Wobei ich würde mal behaupten, wenn die jetzt schon hier die Krise kriegen wegen den Ritualfragen, dann werden sie sich wohl nicht so freuen über die anderen Sachen hier. Ah. Wir fragen jetzt mal nach den Missionaren. Oder fragen wir auch schon mal nach seiner Aufgabe im Dorf. Oh oh, nein, wir haben ihn schon beleidigt. You others, when we don't answer you, you start digging for answers everywhere else. I am a gatherer. I hunt a little. I do my part for the life of the village. Aber coole Gesichtsbemalung haben sie. Tell me about the missionaries that came here. Those who wear the symbol of the sun on their clothing. When they came, they spoke about their bright and shiny god. They told us
We were wrong. Said that nature was just nature, and not to be worshipped. These men know nothing. We ignored them. They finally left, and then the woman came to us. She sniffed around everywhere, asking many questions, just like you. I was told that she tried to enter my own home. I even saw her trying to follow me in the woods. She must be careful. It is easy to get lost in the woods or cross paths with wild beasts. Irgendwie, naja, okay. Und jetzt fragen wir nach dem Dämon. This question will seem strange to you, but do you know anything about a demon? A demon? Dark spirit, if you prefer. No. There is no such thing as dark spirits. Your question is not strange. Foolish, perhaps. Okay, jetzt fragen wir noch nach dem Glauben. What can you tell me about the beliefs of your village? The beliefs of the village? That is a strange question for an Onol Manawi. Our beliefs are the same as those of the other clans. We believe in the earth that carries us and feeds on our dead. In the rain that quenches us and drowns us. In the beasts that feed us and in those that eat us. I okay. do not know what more I can say to you. Everyone shares these beliefs. Okay. Jetzt fragen wir nach den Ritualen noch. What can you tell me about your rituals? Our rituals? Nothing at all. They do not concern me. I am not a Denegad. Even you. You should be able to tell that. Warum werden die da eigentlich alle immer so komisch? With these questions. I am only a gatherer. Go and bother someone else. Jo, okay. Also, ciao. I must leave now. Thank you for your help. Gut, aber wir haben auf jeden Fall schon mal ein paar Infos rausbekommen. Ach so, das ist die hier. Die, mit der sollen wir jetzt reden dann. Ja, machen wir das. Dann gehen wir doch zu der wieder zurück. Und schauen mal, was wir mit der jetzt so sprechen können. Von der haben die auch geredet, dass das die nervige sei. Kann ich ein bisschen verstehen. Naja, schwätzen wir mal mit der. Hallo? Anything new? No. The investigation has gone stale. The villagers won't even engage in conversation with me now. Perhaps you should talk to them. They may speak to you. I managed to exchange a few words with some villagers, but I admit they don't seem keen to talk. And did they tell you anything worth sharing? I know little more about their beliefs. They worship nature and do not intend to change. It is certainly different from the Luminous faith, but it's hardly demonic worship. Yet, there's something strange about this village. One of the villagers that spoke with me seemed truly worried. On edge, even. I think I know of whom you speak. A man always looking over his shoulder. He often sneaks out of the village like a thief. I attempted to follow him, but he always eludes me. I tried to get into his hut to see if he was hiding. Ah, das ist der Jäger da. But someone was always there. Then we should give it a try. Perhaps we'll fare better. This fellow did not seem very honest to me. If he's hiding something from us, perhaps we can find out what it is by searching his house. He doesn't look inclined to let us in. We'll have to distract him. We could break one of his pots. That would keep him busy. Or we could ask for help. I can pretend to be clumsy, but we'll have to work fast, and it will only work once. Okay, Was können wir da jetzt? Wir können da auch mit irgendeiner sprechen, offensichtlich. Schauen wir mal. Achso, nee, Moment. Ach, hier. Reden wir mal mit der. Do you want something? Might I ask you a few questions about the villagers? More questions? You really like this game. You really do. If we could avoid the... Very well. But be brief then, because it is not good fun. What can you tell me about that man down there? I spoke to him and he seemed nervous. Don't hold it against him. The people of the light have already questioned us. That makes him distrustful. He is a man of few words, but he is devoted to the village and listens to the Denegad with great attention. Ah, ja. He is a gatherer,
but everyone knows he wants to become the next Voglendijk, the next servant of Donegad. Ah, okay. Ja, das wissen wir ja eigentlich. Where does this man live? Down there. His dwelling is right in front of my own. I would like to take a look inside. What? Why would you want to do that? It is his home. You have nothing. Bist du bescheuert, Sade? Warum sagst du das? I really must go inside. I need to clarify something. If you can help us. This request is strange. I know it is for you as well. But we must prove that these suspicions cast upon our village. Ah, okay, jetzt macht's Sinn. Danke, Siora. The people of Teleme will not give up their search without this. Hmm. Very well. I shall distract him. But be discreet and very quick. And be respectful of what you find there. Be good. Gut, wo ist das jetzt? Das Haus ist da oben, gell? Ja. Go away, Renike say. You are not welcome in my home. Ja, ja, ist okay. Oi. Toiges. Radeyam Redit Quad. Ach, jetzt lässt du uns plötzlich hier stehen. Geil. Okay. Ups. What a horrible mask. How can someone wear such a thing unless they're worshipping some dark creature? This is just a mask they wear in battle to intimidate. Nothing more. Okay, hier war nichts drin. Ach komm, das nehmen wir einfach mal mit hier. Bisschen Diebstahl schadet nicht. Was haben wir hier? This painting is frightening. Evoking war. A massacre. A bloodbath under the likeness of a grimacing face. Okay. Was haben wir noch hier so? Ah ja, hier was. This altar is incredibly morbid. I wonder what sort of spirit could be venerated in this way. This is exactly the kind of proof we've been looking for. An evil cult, far from some naive veneration of nature and other island spirits. The man that worships a magic lamp speaks of being naive. Oh, how it is charming. I am sorry. What I really wanted to say was that... Leave it, old man. I know exactly what it is you wanted to say. All these gruesome and bloody horrors leave no room for doubt. There is a demonic cult here. We should go tell Sister Ephesia. Okay, interessant auf jeden Fall. So, jetzt schauen wir mal, was wir jetzt hier, wie es jetzt hier weitergeht. Hallo? Oh scheiße, voll verrannt. So, gut, jetzt Detlef, hallo. Did you learn anything? No. Nothing more. Were you able to get inside the nervous man's hut? I was able to sneak into the hut of our mystery man. And what did you discover? Some troubling things. A ritual mask, a rather morbid altar, and a fresco depicting a massacre. By the Enlightened! To think these unholy things were so near. Finally, the proof we need that there's a blood-worshipping cult here. They cannot perform their heinous pagan rituals in the village, and I'm certain that it's where our nervous friend sneaks off to. I fail to find where he goes, but you have already proven more competent than I. I shall try. Hopefully he won't lead us into a trap. Thank you for your help. And good luck. Ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht, warum helfen wir denen eigentlich? We should wait until nightfall and follow him. Das habe ich noch gar nicht verstanden. Warum helfen wir denen? Also, so. Aber es bleibt uns ja eigentlich nichts anderes übrig aktuell. Irgendwo hier müssen wir doch abwarten, oder? Ah ja, hier. Here we could hide and wait. To see where this sleepless boy goes during nightfall. Ja, wir werden bis in die Nacht. It's time to wake up. Our nervous friend is here. Wo ist der jetzt langgelaufen? Läuft er da hinten schon? Ah ja, der läuft da schon.
Ah, ist ja eine nette Warte sogar. So, dann gehen wir mal noch da hoch. Jetzt bin ich ja schon gespannt, was, um was es hier geht, um ehrlich zu sein. Gar nicht auffällig, wie wir da hinterher rennen, gell? Oh, er dreht sich sogar um. Müssen wir uns aber durch die Viecher da durchkämpfen, oder? Das wird ja brutal laut sein, also wenn er das nicht hört, dann check ich es auch langsam nicht mehr. Ist auch geil, gell? Aua. Wow. Irgendwann müssen wir übrigens auch mal wieder ein neues, anderes Team mitnehmen. Irgendwie, wir sind jetzt seit Ewigkeit mit Petrus und Siora unterwegs gefühlt. Also von dem her, irgendwann sollten wir da definitiv dann auch mal wieder andere Leute mitnehmen. Aber aktuell bietet es sich halt einfach an, die beiden mitzunehmen. Das muss man halt auch dazu sagen. So, jetzt bin ich aber mal wirklich gespannt, was jetzt hier passiert. Das ziehen wir mal noch durch in diesem Part hier. Oh. Okay. Oh Gott, was passiert jetzt? Oh. Sieht fast ein bisschen aus wie auf diesem Bild, oder nicht? Was ist denn jetzt los? What's happening? You are so pale. Did the lightning struck tree speak to you? In a way. I saw many images. They were so real. As if I was the tree itself. Do tell. This vision is surely the key to the portal. I was this tree, and my branches were shaken by a storm so strongly that they hurt terribly. The heavens caught fire several times, and I felt the lightning strike and pierce me through and through. A sinister warmth took hold of my entire body in an instant, and flames began to devour me. Life left me. All was calm, and I had a taste of cinder in my mouth. In spite of this, I continued to feel. And the rain began to fall on my roots. And at the very heart of my being, I felt the sap begin to flow again. A shoot appeared on my darkened roots. Then the vision dissipated. I have never experienced anything like it before. Okay. Puh, okay. Sehr interessant. Nur die... Ne, wir kommen da jetzt so nicht rein. Das ist aber schon hier das Untersuchungsgebiet. Ja, das ist hier das Untersuchungsgebiet. Gut, das wird auch oben angezeigt, gell? Here this looks like a snowflake. The snow or maybe ice. Ach du Scheiße, jetzt müssen wir hier diese ganzen Steinchen angucken, oder was? Ah, okay, da sind Symbole drauf. Das sieht aus wie ein Kind, oder? Okay, ich denke, das machen wir dann im nächsten Part, liebe Leute. Ich bin auf jeden Fall schon gespannt. Den nehme ich aber jetzt nicht gleich im Anschluss auf. Ich merke es nämlich schon wieder, wie ich gleich wieder einen Hustenanfall kriege. Sondern dann morgen. Ich danke euch fürs Zusehen, hoffe, der Sound und so weiter passt. Und bis dahin, macht's gut. Ciao, Leute.